So Leute, willkommen zu einem lang erwarteten Ankündigungsvideo. Oh yeah, heute wird nämlich bekannt gegeben, was genau sich in der zweiten Phase ändern wird. Erstmal zu den Regeln, die bleiben exakt gleich. Das heißt, mir ist durchaus bewusst, dass sich jetzt beim Smogon-Metagame in den letzten Monaten wieder ein bisschen was getan hat, was das Tier-Shifting angeht, also Pokémon sind ins Overuse gekommen oder rausgedroppt, je nachdem. Das ist allerdings für die Arena der Burg absolut irrelevant. Wir spielen nach wie vor mit exakt den gleichen Tiers, die wir schon zu Beginn hatten. Das heißt also, alle Pokémon, die in der ersten Phase in der Senior-Liga und in der Junior-Liga erlaubt waren, sind auch noch 1:1 so jetzt in der zweiten Phase erlaubt. Also dafür ändert sich nichts. Das könnt ihr auch alles noch nachlesen, ist ja wie immer verlinkt. So, kommen wir zu einer Sache, die sich geändert hat. Nämlich die Teams. Jawohl, das ist ja immer der größte Knackpunkt und ich will jetzt auch gar keine weitere Zeit mehr verlieren. Springen wir direkt hinein. Was ändert sich in der zweiten Phase? Welche Teams ändern sich generell? Ich würde sagen, wir starten mal mit der Junior-Liga. Lasst mich eben das hier öffnen. So, hier seht ihr jetzt die Junior-Teams, wie ihr sie kennt. Aber Achtung, gleich werden alle Pokémon ausgeblendet, die in der zweiten Phase nicht mehr mit dabei sind. Und zwar genau jetzt. So, da seht ihr schon, Cheltara und Brigaron fehlen in der Pflanzenarena. Bronzong bei Stahl, Rihornior bei Gestein, Frustedie bei Eis, Skungtank bei Unlicht, Gastrodon bei Boden, Vivion bei Käfer und zu guter Letzt noch Sumpex bei Wasser. Ja, mir war es wichtig, dass sich auf jeden Fall bei jedem Team mindestens ein Pokémon ändert. Das war ganz wichtig, weil na, soll ja auch ein bisschen Abwechslung reinkommen in die zweite Phase. So, aber nun veröffentlichen wir mal, welche Pokémon denn entsprechend reinkommen, für die jetzt Platz gemacht haben. So, und da haben wir es wieder. Hier seht ihr die Neuankömmlinge. Allerdings werde ich noch erst kurz eine Sache zurechtschieben, denn so wird es nicht veröffentlicht in seiner Form, denn die Leads ändern sich, deswegen ändern wir jetzt nochmal alles. Zack, so. Und das, was ihr jetzt hier seht, das ist genau so, wie es dann gespielt wird. Der Lead steht immer rechts, wie bereits bekannt gegeben. Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Bei der Pflanzenarena neu mit dabei sind nun Tangolos und Elfun. Bei der Stahlarena kam Fermicula hinzu. Bei Gestein Geowatz. Bei Eis gab es Austausch als Neuling. Bei Unlicht haben wir Pion Draghi, bei Boden Sumpex, ne? Das ist also von Wasser zu Boden gewandert. Bei Käfer haben wir jetzt Jan Mega und bei Wasser haben wir Lashoking. So, das sind die neuen Teams. Eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, Leute. Nicht nur die Pokémon ändern sich, es kann auch durchaus vorkommen, und eins verspreche ich euch, es wird vorkommen, einige Items werden sich ändern, auch schon von bekannten Pokémon. Und die EV-Spreads werden sich wahrscheinlich auch ändern bei dem einen oder anderen. Sowie sich natürlich auch die Attacken ändern können. Also was ihr aus der ersten Burg wisst, muss nicht 1:1 genauso wiederkehren. So, hier seht ihr jetzt also die neuen Teams der Juniorliga. Gehen wir mal rüber zu den Senioren. So, hier seht ihr die Senior-Teams, wie ihr sie kennt. Wir schnipsen nochmal in die Finger, zack, und schon, das war ein leiser Schnipser, so. Und schon sind alle Pokémon verschwunden. Bei Normal verlässt Staraptor das Team, bei Feuer Vulkanion, bei Wasser Starmie und Rotom Waschmaschine. Bei Flug Garados, bei Kampf ist es Ressladero, bei Elektro Raikou, bei Psycho Latias und bei Stahl ist es Tentantel. So, und jetzt blenden wir die neuen Pokémon ein und schieben diese auch gleich an die richtige Stelle. So, das sind die neuen Teams der Senior-Liga. Auch hier alle Pokémon, die ihr auf der rechten Seite seht, sind immer der Lead. Also das Pokémon, mit dem gestartet wird. Wir gehen nochmal kurz durch. Bei Normal mit dabei ist jetzt Grabbit. Bei Feuer ist Victini mit am Start. Bei Wasser ist jetzt das Vulkanion und dazu auch noch Manaphy. Bei Flug haben wir jetzt Boreos in der Tyrian-Form. Bei Kampf haben wir Irokex. Bei Elektro ist es Rotom Wash, das ist von der Wasserarena runtergewandert. Bei Psycho haben wir Mew. Und zu guter Letzt bei Stahl haben wir Magnezone. Wunderbarst. So, das sind die Teamänderungen. Hier gilt natürlich das Gleiche wie auch bei der Junior-Liga. Items werden sich ändern, Attacken werden sich ändern, eventuell werden sich auch EV-Spreads ändern. Und das war es auch schon mit den Tieränderungen. Das heißt, die Top 4
bleiben von den Pokémon her gleich in der zweiten Phase. Aber auch hier, Leute, auch hier können sich Attackensets und alles kann sich halt da auch noch ändern, außer die Pokémon selbst logischerweise. So, es gibt eine kleine Regeländerung, die es auch noch geben wird und die betrifft die Continues. Es war ja so, dass man bis zu den Top 4 jetzt 5 Continues sammeln konnte, also insgesamt 4 konnte man gewinnen plus das Start-Continue, welches man bekommen hat. Dort wird jetzt eine kleine Änderung geben, einfach weil die Leute in der zweiten Phase viele Pokémon jetzt schon kennen, auch wenn sich die Sets ändern, sind ja immer noch die gleichen Pokémon. Ich meine, wir haben jetzt über 60 Folgen schon gegen diese Arenen gekämpft. Das heißt also, ihr behaltet natürlich euer Start-Continue, aber anstatt 4 könnt ihr jetzt nur noch 3 Continues gewinnen. Das heißt, nach den ersten 2, nach der 4. Arena und nach der 6. Arena. Das heißt, wenn ihr die 8. Arena besiegt, erhaltet ihr kein Continue mehr. Das heißt, ihr könnt jetzt maximal 4 haben. Was einfach daran liegt, dass die wirklich bis zur Top 4 durchkommen, die profitieren zu viel von einem 5. Continue allein dadurch, dass wir schon über 60 Folgen jetzt Arena-Folgen hatten und dass ihr da entsprechend scouten konntet, um zu sehen, wie man manche Sachen vielleicht angehen könnte. Und vor allem da die Top 4 von den Pokémon gleich bleibt und ihr die ja eventuell sowieso die Tage sehen werdet. So, die Anmeldephase ist damit auch heute direkt eröffnet. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zur Anmeldung. Ihr könnt euch anmelden bis zum 10. November, müsste es sein, meine Daten checken, ja. Bis zum 10. November 2016, 23.59 Uhr, habt ihr Zeit, eure Teams anzumelden, nach der gleichen Manier, wie ihr es auch schon in der ersten Phase eventuell getan habt. Ihr dürft euch natürlich bei beiden Phasen anmelden. Die schon in der ersten Phase teilgenommen haben, werden allerdings nicht mehr drankommen. Nur damit ihr euch die Zeit spart, falls ihr euch jetzt eventuell nochmal anmelden wollt. So, das war ganz viel Gerede, viel Information in wenig Zeit gequetscht, sag ich mal. Aber alles ist bekannt gegeben. Also Leute, ihr habt nur noch maximal 4 Continues. Nach der 8. Arena gibt es kein extra Continue mehr. Alles kann sich ändern. Die Leads stehen rechts, die neuen Sets seht ihr hier. Und ansonsten bleibt das Regelwerk gleich. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon auf eure Anmeldung, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob euch das Analysevideo, welches ich ja vorgestern hochgeladen habe, da eventuell sogar bei hilft bei der Teamerstellung. Wer weiß, ich würde mich freuen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was in der zweiten Phase alles auf uns zukommt. Sowohl auf euch natürlich, als auch auf mich, als der Arena-Leiter, der die Burg mit aller Macht versucht zu verteidigen. Bis zum 10. November habt ihr Zeit, euch anzumelden. Und ja, Leute, das war es auch schon vor diesem Video. Übermorgen geht es dann los mit den Top 4 Kämpfen und seid gespannt. Da werden wir bestimmt ein paar sehr, sehr coole Sachen zu sehen bekommen. Also Leute, bis übermorgen. Die Top 4 wartet nicht mehr lange. Bis dahin. Ciao.